Ich habe ja noch nach so ein bisschen was für mein Outfit am Mittwoch gesucht. Und ich habe eine richtig geile Ausbeute und deshalb dachte ich, zeige sie euch mal. Als erstes habe ich das ultimative Collagebuch gefunden. Das stand im Schaufenster und ich habe gefragt, ob ich es mir mal angucken darf. Und sie war so, yes, of course. Und look at it, es sind einfach die perfekten Bilder fürs Collagieren. I can't. Und so viele, also ich meine, wow. Also damit werde ich auf jeden Fall sehr, sehr viel Freude haben. Mich sehr drüber freuen. Das ist mein Highlight des Tages. Dann habe ich tatsächlich was für mein Outfit auch gefunden. Und zwar diese Ohrringe. Ich dachte, die könnten vielleicht so ein bisschen Gucci sein. Die sind so ein Mix aus, ich wette, die sind auch fake, aber das sind so Clipper und die sind ein Mix aus Silber und Gold. Ich mache sie mal gerade hier rein. So sehen die aus. Ja, ich glaube, das sind die Ohrringe des Abends. Und, einfach so random, aber richtig geil, habe ich eine Lederweste gefunden. Ich weiß noch nicht, wozu ich die anziehen kann. Vielleicht sogar hierzu. I mean, why not? Und die ist einfach so... Oh mein Gott, wie geil ist es einfach. Könnte ich die auch zutragen? Ist eigentlich auch cool. Und hinten drauf ist einfach ein Heißluftballon und da steht USA. Und ich habe einfach für alles zusammen 6 Euro bezahlt. Also, gerade Laufkontaktladenkassel. Und dann ist noch was angekommen. Und das wollte ich euch zeigen, weil es einfach so witzig verpackt ist. Habt ihr schon mal etwas gesehen, was in so viel Paketpapier eingepackt ist? I can't. Einfach so richtig perfect. Ich bin richtig gespannt jetzt hier drauf. Weil, wie ihr ja vielleicht wisst, habe ich meine AirPods verloren. Und dann hatten mir auch total viele Leute von euch Kopfhörer empfohlen, die nicht so teuer sind wie AirPods. Und ich hatte aber die eBay-Suche für AirPods an und habe dann diese hier gefunden. Und zwar sind das die neuen AirPods Pro. Wow, okay. They actually look quite new. Gut verpackt. Richtig safe. Oh geil! Und ich habe mir die neuen AirPods Pro gekauft auf eBay und ich habe noch 75 Euro bezahlt. Also quite a schnapper actually. Die Frau meinte, sie hat halt eine Silikonallergie und das hat sie erst bemerkt, als sie die schon gekauft hatte. Ich werde die jetzt noch einmal komplett desinfizieren, genauso wie mein Buch. Und ich laufe hier die ganze Zeit mit einem Ohrring rum. Und dann räume ich mal meine Einkäufe weg. Ich habe noch ein bisschen was eingekauft, weil wir nachher Pizza machen bei einer Freundin drüben. Genau, wir sehen uns dann einfach später zum Pizza machen nochmal wieder. Und diese Aufnahme ist für die Person, die gesagt hat, Bücher desinfizieren bringt nichts. Look at the dirt. Ich habe einen richtigen Treat für euch. Ja. Hallo! Ah. Oh mein Gott! Na? Was? Ja, sagst du Hallo? Ihr meinen Hund in meinem Vlog seht, oder? Ich ertrag's nicht. Er sitzt ja sogar. Oh. Er kann noch mehr. Wollen wir ein paar Fotos machen? Mach mal. Hallo. Sit. Gib Pfötchen. Fein. Wow. Das war auf jeden Fall der most random Einstieg in Vlogmas überhaupt. Mit Plätzchen, Hunden, Secondhand-Käufen und Pizza. I mean, why not? Und hiermit nochmal am Ende des Vlogs willkommen zu Vlogmas 2021. Für diejenigen, die neu hier sind und die letzten 2 Jahre Vlogmas verpasst haben, verlinke ich beide Vlogmas-Playlists in der Infobox, falls ihr das nachbingen wollt. Und für den Rest, welcome back. Ich tue mein Bestes, euch so viele Videos wie möglich zu produzieren. Der morgige Vlog wird ein bisschen geiler, weil morgen die House of Gucci Party stattfinden wird. Also wenn ihr das seht heute, ist jetzt immer ein bisschen kompliziert, das so mitzudenken. Aber für euch heute und für mich morgen im Filmpalast. Und ich freue mich sehr. Morgen zeige ich euch mein Outfit, was wir alles so gemacht haben, wie die Party abgelaufen ist. Und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Abend. Einen schönen 1. Dezember. Macht's euch fein und bis morgen. Tschüss!